Guten Tag, ihr Leid. Willkommen auf Insel Shade. Schöne Insel hier. Ah, die rote Bänder hier sind hübsch. Wir werden jetzt da runtergehen und noch ein bisschen weitergehen. Wir müssen ja in die Stadt gehen. Können wir nicht den ganzen Tag da oben stehen und uns hier damit die Zeit verplempere, dass man hier rumstehe so. Oder ohne steht wie ein Angelt. Oh, was ist denn das? Holzbretter, komm, ich geh mal da runter. So. Guten Tag, gute Frau. Kann ich Sie mal kurz stören? Hoppala. Okay. Hallo? Kann ich Sie mal vielleicht? Nee. Oh. Hübsch. Anscheinend will sie nicht gestört wäre beim Angeln. Oh, da hinten, da ist Baumhaus. Ein Baumhaus. Da ist nicht einfach nur ein Baumhaus, das ist ein richtiges Baumhaus. So. Okay. Das ist zu tief. Ja, ich will da nicht schwimmen gehen, Kollege. So. Aller gut, dann gehe ich jetzt mal, hoppala, an den Baum da. So. Komisches Ding. Das ist einfach nur Baumstumpf. Baumhaus, Baumstumpf, da ist auch noch was. Erstmal, jetzt ist viel wieder so viel auf Elmo. Okay, alles klar. Da ist eine Schnur dran, ne? Ja, wahrscheinlich kann man nur dann Sache runterfahren lassen oder so irgendwie. Oder so großer Vogel. Eine Eule. Oh ja, guck mal, die Eule. Ihr wollt doch, die End wollt doch unbedingt ein Foto haben von einer Eule. Die Tiere, die so huhuhuhuhu machen, hat sie gesagt. Dann machen wir mal ein schönes Foto für die Gutfrau, ne? Bleib, 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 bleib. Dann nehmen wir das da und uns nochmal bemolen. Aber warte mal, das gibt so richtiges... Moment. Ein seltener Vogel aktualisiert. Gucken wir uns mal das Foto an. Oh, sieht sogar gut aus. Schön. Oh. Ist er gleich weggeflogen. Hat er Angst gekriegt vor mir. Der Eulerisch. Oder der Eule. Eule, Eule. Ich weiß nicht, ob es Frau oder Mann ist. Der große Schattenspender. Ah, da ist der Baum. 3, 4. Boah, mal lieber Mann, das gibt ordentlich. Ja, aber wie komme ich da hoch? Wie kommen wir herüber? Das gibt ordentlich yes, Inspirationspunkte. Oh ja, stimmt, ich sollte es so von meiner Mutter molen, ne? War ja einer der Wünsche meiner Mutter, dass ich sowas mole. Der große Baum, wo sie noch gesagt hat, wir werden ihn erkennen, wenn man ihn sieht. Okay. Das ist das da, der große Baum. Aber ich will schon das Heisel mit drauf haben. Das ist nicht, du leidest so viel guter, oh, Pilze. So viel guter Kram rum. Oh, ich hab gemeint, oh, die darf ich doch gar nicht nehmen. Die sind doch unter Naturschutz. Unter strengstem Naturschutz. Ah, Modo. Stehe leid oder sitze leid. Hallo. Na, alles klar bei euch? So. Oh, ein schöner Bach. Oh, ich krieg gerade fies. Ist der Ufer ein Bärsch? Ah, da kann ich drauf gehen. Glaube ich mal. Psst. Okay, das war doch eine gute Idee. Na, komm her. Ich will da eigentlich drauf gehen, damit ich dann ein bisschen höher bin und den Baum besser molen kann. Ich sehe da lauter coole Sache. Oh weh, ich hab schon wieder so Beses da. So. Guck, das ist meine Idee. Oh ja, so ist schön. Mit dem Felsen und allem. Aber zuerst müssen wir uns noch ein paar Leinwände bauen. Klopf, klopf, klopf. Alles klar. So. Und dann mole man natürlich. Wie die Mama gesagt hat.
Das war ein ganz nice Bild, hätte ich gern. In groß, weil das nämlich ein großer Baum ist. So. Zack. Molen wir das. Bilder zum Andenken an Mutter. Du hast eines von Mutters Lieblingsorten gemalt. Um es sicher zu halten, bewahre ihr Andenken im Gemäldemenü. Okay. Gemäldemenü, einen Moment. Und jetzt. Ah. Welches Bild wird Mutters Andenken am besten gerecht? Das da. Mutters Bilder gemalt. Ah, gibt dann auch. Es gibt auch noch mal ordentlich. Okay, also du. Alles klar, alles klar. So, aber irgendwie guckt man da nicht hoch, ne? Muss man doch fliegen kennen. So, ich will da oben noch hier gehen. Oh, wie viel Uhr haben wir dann? 17.39 Uhr. Jetzt müssen wir uns aber dummeln. Aber die dummel dich. Wir müssen los, weil, wenn es nämlich dunkel wird, wird es kalt. Und wir haben keine Jacke und nix, ne? Nava. Okay, also der Berg ist schon richtig. Oh, was bist denn du? Was machst denn du da? I'm pretty busy, if you couldn't tell. I've got all these trails to maintain, tourists to wrangle, animals to nurture, plants to relocate. I'll be lucky if I ever get to take another break in my whole life. Waldhüter, das klingt. Aber das machst du aber well, super, thanks. Ne? I guess that's nice to hear. Although I don't see how you could know that. Oh, and I've also got to go rescue a stupid water fox. As if I didn't already have enough work to do. Was ist Wasser? Ne, ich weiß, was ein Wasserfuchs ist, aber ich froh trotzdem. They're aquatic rodents, essentially. Like to live in watery caves. People think they're adorable, but in my opinion, they're just wretched. My responsibility here is maintaining the trails. That's why I was hired. These water foxes are a huge thorn in my paw, and they distract me from my real tasks. My partner was the one who took care of the water foxes. Now he's gone, and I have no idea how to handle these animals. I've been trying to trap one all day. Tried every type of bait under the moon. Warum musst du One fangen? Of them mangled his foot, and I was trying to administer some salve before it gets infected. Ja, okay. Also, I've already wasted so much time trying to catch him. I really can't spend another day on this. I think it's officially a lost cause. Mensch, ob ich da vielleicht helfen könnte oder so? Also was wird mit dem Wasserfuchs yeah. passieren? He'll probably die. Hm. And his kits won't last long without him either. I guess it's sad, but the trails need maintenance. Kann ich sie sehen? Willst du die Arbeit wirklich deine Arbeit vernachlässigen, um den Fuchs zu suchen? I'm not really supposed to let visitors get so close to the wildlife, but I guess it doesn't matter at this point. The water foxes are living in a cave, not more than 100 paces from me. So, verwundeter Wasserfuchs, neue Quest. Und fragen wir mal nach Nava, der Stadt. It's like they've never seen a trail before. Always trampling through the foliage like animals. Ja, vielleicht machen sie das auch, weil sie hier Kräuter sammeln müssen. So, ich muss da nuff. Oh, jetzt aber schnell. Ich glaube nämlich, dass es bald dunkel wird. Ich hab nichts gesehen. Mann, ich will. Das ist immer so, weißt du? Ich weiß, dass die unter Naturschutz steht. Das haben wir ja letztens gelernt. Da haben ja Schilder überall gestanden. Pilze aber nicht. So. Aber trotzdem, es ist so. Oh, da blinkt was, das muss ich nehmen. So, ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Oh, Alkenhorst. Schön sieht's aus. So, uiuiui, jetzt geht's ab hier, oder? Ich weiß nicht, bis wie viel Uhr, wir haben jetzt 18 Uhr, gehen wir noch ein bisschen uns hier oben auf den Berg umgucken. Was ist das da unten? Weil es nicht in der Oberhucke leid. Ich renne mal lieber zu denen. Hallo, ihr da. Was machen ihr da? Wollt ihr mit mir verzählen? Ah ne, ihr wollt ja einfach nur genießen, ne? Denke aber dran, es wird bald dunkel. Und dann wird es kalt. Ich hoffe, ich habe einen dicken Mantel an. So, das gilt übrigens auch für mich. Ich habe nämlich keinen dicken Mantel an. Jetzt will ich mir jetzt aber noch angucken, was das da ist. Und so ein Holz. Ah, so Wurzel umgekippter Baum. Okay,
okay, alles klar. Jetzt aber schnell da oben hin. Es wird gleich richtig kalt. Das ist nicht gut. Jetzt aber schnell hin, bevor es wirklich spät und kalt wird. Ah, da brennt ein Feierchen hin. Ei, gute, guten Tag. Kalt ist es. So, wie viel Uhr ist es? 8.28 Uhr. Sehr schön. Hallo. Welcome to the Kestrel's Eyrie, providing a warm bed for travelers and tourists for just 2 glowstones a night. Oh, das ist gut. Are you in need of a room tonight? Ja, bitte, bitte. Ich hätte gerne Zimmer. Aber erst will ich noch ein bisschen... Was ist denn das da oben? Also, erzähl mir was über Nava. It's a shiny kind of place. You heading there now? Ja. I heard there's an art supply store. Umweg, aber ja. Seems like something you might like. Oh, ja, das könnte mir wirklich gefallen. Weißt du was über Lindo? You might have met my old friend Nika. She runs the inn over there. Ja, kenn ich. We used to get into a lot of trouble together. Okay, alles klar. Dann, ich hätte gerne Zimmer, ne? All right then. It's just up the stairs, second door on the right. Treppe hoch, zwei die Tür rechts. Ach, das ist eine Katze. Hallo. Oh. Ich bin noch ein bisschen... Ein Feuer, guck mal, der hat Spaß beim Lesen, der Kerl. So, Treppe hoch, zwei die Tür rechts, aber... Was war Kerz? Da war kein Kerz. Die Fische des Fellstromflusses. Die Schuppen der blauen Elritze wurden früher zu Pulver zermahlen, um es als tiefblaues Pigment für Farben zu nutzen. Diese Fische fressen nahezu alles, abgesehen von anderen Fischen, und wurden schon dabei beobachtet, Pflanzen und Eier zu verspeisen. Die Motutforelle oder Donnerforelle springt mit hoher Geschwindigkeit aus dem Wasser, um anschließend wieder hinunter zu krachen. Vermutlich fängt sie auf diese Art Fliegen. Allerdings scheint sie diese Bewegung auch zum Spiel und Zeitvertreib zu nutzen. Wenn ganze Schwämme der Donnerforelle gemeinsam springen, kann das daraus resultierende Beben noch an Land gespürt werden. Donnerforellen leben in Flüssen und fressen bevorzugt blaue Elritzen. So. Der staubzüngige Sandfisch schluckt große Mengen Schotter, was ihm erlaubt, schwer und ohne Auftrieb im Flussbett zu liegen. Er jagt Donnerforellen, indem er vorbeikommende Exemplare mit Sand bespuckt. Die desorientierten kleineren Fische schluckt er sodann zusammen mit dem ausgespuckten Sand. Ein bestimmter Sandfisch ist in Eastchats zu besonders schlechtem Ruf gelangt, weil er eine Plage für Bootsfahrer und Fischersleute ist. Anwohner nennen ihn Großväterchen. Er wurde mehrfach beobachtet, wie er Verwüstung in Senkwaldsee verursacht hat. Okay. Der schlimme Fisch hier. So. Aua. Kniehagehau am Hockerschel, das ist nicht gut. So. Da hat er gesagt, es wäre die Tür rechts, oder? Was ist das? Das ist der Abort. Stimmung. Okay. Ah ja, du. By trade, I am a cartographer, but unfortunately my productivity is down at the moment. I have run out of ink. Das kenne ich. Das ist schlecht, ja. You're new around here, right? I'll bet you could use a map of Eastshade. Definitiv. If you'd like one, I have an extra print here I can give you. But in exchange, I'm wondering if there's something you can do for me. Boah, was soll ich denn machen? I'm running low on ink. Du brauchst schon Tinte. If you find me 4 inky cap mushrooms, I'll give it to you. Sicher. Ich habe glaube ich 2 oder so. Oh, ich habe 4. Great. Perfekt. I just put the final touches on your map. I hope it serves you well. Ja, definitiv so oft, wie ich mich verlaufe. Dankeschön. Ja, warte mal, ich will noch ein bisschen quatschen. Thanks again for the inky caps. Ja, ja. I can finally get some work done now. Ja, das finde ich gut. Komm, wir quatschen noch ein bisschen, oder? A beautiful city. And very straightforward, cartographically speaking. Nur echt groß, oder was? Okay, danke. Dann safe travels. Ja, dir. Hopp. Tür zu, aber es ist doch ganz praktisch, dass man ein bisschen Schnuse war, ne? So, das ist jetzt aber... Ja, das ist unser Zimmer. Da soll natürlich keiner reinkommen. Ich will mal Ruhe haben. So, die Kerze glaube ich mal. Was ist das? Ich glaube Stoff. Das ist ein Bett, ein paar Blimmelscher. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Da unten ist die Karte. Zeig ich mal her. Kann ich zoomen? Nee, schade. Okay, Nava ist die große Stadt. Mittlerer Turm. Ah, da war mal drauf auf dem mittleren Turm, ne?
Annikas Haus, Onurs Haus. Da war mal A drin. Ich wollte gerade sagen, da muss doch irgendwo Lindo sein. Lassen Turm. Was ist das da? Ach, da kann ich mich beamen. Oh, das ist ja schön, ne? Boah, da haben wir aber noch ordentlich was vor uns, ne? Sofern man da noch eine OG kann, in die Tiefmoorklippe und oben in das. Da ist noch. Ah, der Rotforst, den haben wir gesehen vom mittleren Turm aus. Ah, interessant. Moment, ich könnte mich jetzt direkt nur Nava beamen. Ne, das will ich natürlich nicht. Ich will jetzt so schön Schläfchen machen. Wir gehen jetzt mal rund schlafen. Wir haben schon spät, 19.50 Uhr. Sandmensch ist schon vorbei. Dann schlafen wir bis um. Ah. 6.19 Uhr. Wenn man vor 6 Uhr oder so, ich glaube, dann ist es noch so kalt, dann erfrieren wir oder so. Das wollen wir natürlich nicht, ne? So. Dann tun wir gleich speichern. Man kann ja nie wissen, was man es braucht. Alles klar, frisch ans Werk. Frühstück gibt's auch. Lecker Käse und Brot und weg. Da haben wir schon gelesen. Aller danke für die Nacht, gell? Mach es gut, schwing den Hut, oder wie das heißt. So. Hier wieder zumachen, bitte. Okay, jetzt auf die Karte gucke. Ja. Ich hab keine Ahnung, was da mich durchgeht. Wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen. Ich geh mal einfach da runter. Ich hab so jetzt nicht eilig, in die Stadt sofort zu kommen. Ich will ja noch ein bisschen was so ziehe. Wo bin ich dann hier? Ist so sumpfig oder so aus irgendwie? Was ist das? Komische Gräser, so Sumpfgräser. Was ist denn das? Ein Tschutschel. Was ist das für atmosphärische Entspannungsmusik da gerade? Was? Ah ja, oh, da unten läuft einer, da gehen wir hin. Ah ja, ich soll ja Sandstrandmole, gell? Hat einer gesagt. Steinquellküste, aha. Ist da noch ein Stock, ne? Leider nicht. Ich geh mal zu dem guten Mando. Oh, guck mal, da ist die Stadt. So. Ei, Gude. Oh, hello. I'm not really in the mood to talk with anyone. Helem, was ist los? I lost something really important. It was like the key to everything. I just can't believe I lost it. Was war's dann? Amulet. I don't know how this happened. I just wanted to look at it, but now it's gone. Sorry, I don't feel like chatting right now. Ja, hab dann immer halt, ne? Aber wann ich's find, ich bring das. Kann ich mal ein bisschen, das war komisch schwer. So, jetzt passen wir auf. Wir gucken mal unser Quests an. Blütenbeutelfloß. Wenn ich einen Sandstrand male. Aha, da könnte ich eigentlich das da malen, ne? Das seltene Vogel. Oh, den haben wir ja, ne? Der war für Annika. Ja, da kommen wir ja dann vorbei. Der Wasserfuchs, wenn man dann sieht. Das Tier braucht Hilfe, aber er schafft es nicht, das anzulocken. Da braucht man bestimmt Eier. Wir wissen ja, dass Wasserfüchse Eier essen. Haben wir die erst voll gelernt. So, und der da sucht sein Amulett. Das ist ihm wichtig. Mir nicht. Aber macht nichts. So, ich renne mal ein bisschen durch den Strand da, ne? Einfach mal so, vielleicht finde ich ja noch was. Und dann muss ich ja noch ein Bild molen. Vom Sandstrand. Was sind denn das für seltsame. Oh, krass, was ist das da hin? Wenn ich da hinlatsche. Geh mal da außen rum. Wie Eier oder so. Das ist doch. Oh, guck mal, die kann ich nehmen. Du wenn Treppe gewässt, ja, Wahnsinn. So. Guck mal, ob ich doch hier kann. Vielleicht bei Ippe oder so, vielleicht. Weiß nicht, oder
Guck mal, ob ich da so hin kann. Ne, geht nicht. Geht nicht. Wo ist der rosa Baum? Ja, aber so macht der wohl den Sandstrand. Und was ist ein schöner wie ein Sandstrand mit dem Boot? Guck mal, das sieht doch gut aus, oder? So, machen wir noch ein bisschen Rotzeich dazu. Also das ist wie Grünzeich, nur in Rot. Zeig mal her. Und noch irgendein Bild, wo man nicht braucht. Das da brauche ich. Ich weiß halt nicht, wie man das da, was ist das? Ach so, nee. Ja, hopp, jetzt komm. Mole mal ein Bild vom Sandstrand. Das da hätte ich gern, ja. Das ist schon breiter, so breiter Sandstrand. Ah, komm, mach mal volle Power. Zack. Ah, siehst du, das ist so eins, was er braucht. So, malen. Nee, nicht malen, nehmen. So, hat er mal ein schönes Bild gekriegt. Ich finde das aber wirklich hübsch. Das ist nicht einfach nur der Strand, sondern... Moment, da komm ich mit. So. Ah ja, da sind wir wieder auf dem Weg. Als man das wollte. Naja. Dann würde ich mal sagen, wir arbeiten uns mal langsam vor in die Stadt. Die war da, Ive. Da. Ive ist sie. Lass mich nochmal auf die Karte gucken. Dass wir uns irgendwie orientieren können. Das Ding ist halt, ich... Ach so, das ist Nava das Land und das ist Nava die Stadt. Okay. Das Ding ist halt, dass man jetzt hier, wo wir auf der Karte sind. Ich meine, es ist halt eine Karte, ne? Aber es ist generell bei Karte nicht so. Bei Bierkarte. Navi gibt's hier nicht. Das wäre nichts für mich. Ohne Navi ist nicht gut. So, ich renne natürlich zum Leidwesen von dem Weg Bachado. Einfach mal quer durch die Botanik. Weil ich es halt einfach kann, ne? Cool. Der steht voll im Sonnenlicht jetzt. Wie Uhr haben wir dann? 8.39 Uhr. Der hat bestimmt kalt oder so. So. Ich gehe mal an den Turm durch. Ja. Von dem Turm aus gucken wir dann mal weiter. Ob man noch alles sehen kann. Hey. Was ist denn das da oben? Ach, ist wieder so ein komisches Holzding, wo ich nicht leiden kann. Hoppala. So. Östlicher Turm. Komm ich da auch irgendwie hin? Mit einer Falle. So. Muss man doch irgendwo hinkommen, oder nicht? Durchs Gebüsch? Ah ja, da komm ich hin. Alles klar. So. Das da hinten. Das ist einfach nur Sonne. Hä? Alles. Oh, da kommt. Oh, hübsch. Und das so ist die Stadt. Auch hübsch. Hat schön Häuser drumherum. Wie ist die große Brücke, wo man auf die Karte gesehen. Ich dachte, man kann da irgendwie hochlaufen. Weil, ne? Guck mal, da nicht hoch. Guck mal, da ist aber Ingang. Ich dachte, man kann dann da hoch. Oder ist das der Ingang? Weiß ich nicht. Jetzt passe Obacht, wir müssen von meiner Mutter ja noch ein Bild malen. Mutters letzte Wünsche. Sie wollte, dass ich vier ihrer Lieblingsorte auf der Insel male. Einen riesigen Baum, Tiefmoorklippe, den Baumhammer. Tiefmoorklippe haben wir nicht. Den höchsten Gipfel haben wir auch nicht. Und die Aussicht vom Gemeindeturm der großen Stadt. Das wird wohl das da oben sein. Okay. Und da steht... Vom Gemeindeturm. Also nicht, dass man den Gemeindeturm holen solle, sondern dass man im Gemeindeturm sein solle und dort die Aussicht machen solle. So, ist halt die Frage für mich. Ich würde halt gerne da nicht mehr gehen. Hüpf. Aber. So. Ich renne natürlich wieder querfeld in. Ich will nämlich da gucken, was das da ist. Die Holzdinger, wo da sind, oder? Ich glaube, das ist halt einfach nichts, ne? Oder?
halt irgendwie komisch aus. Was ist das da innen? Rot. Ah, jetzt glaube ich schon, dass es fies. Ich bin nur... Okay. Kann ich da mit kann? Nee. Nee, 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 kann ich nicht. Kann ich da nur noch? Nee, ah, jetzt habe ich mir gerade Kopf angehauen. So, dann geht's halt weiter. Dann müssen wir wohl... Kann ich da den Fuß einfach entlang gehen? Nee, kann ich auch nicht. Ah, wahrscheinlich zu tief. Oder zu kalt. Ich würde eher sagen, zu kalt. Ja, wir gehen jetzt, wir gucken jetzt, dass wir noch zumindest auf die Brücke kommen, ne? Da will ich halt noch hin. Ich renne ja schon, ne? Ich bin schon hier fleißig am Rennen. Extra für euch, ihr liebe Zuschauer, ihr. Ja, normalerweise renne ich in Walking Simulator nicht. Weil es ja Walking Simulator ist, okay. Rennsimulator. Ich glaube, da hin müssen wir. Eigentlich mit der Schnur da einfach nie mehr kennt, das wäre äußerst praktisch. Ja, das Problem ist aber halt, und das stört mich so ein bisschen, dass wir Zeitdruck haben. Oh. So irgendwie. Ach du! Guten Tag! Oh, irgendwie. Machst du gerade Päusche? Okay. Nee, nee, nee. Ah ja, doch, nee, nee, doch, richtig. Ich bin richtig, was ist da oben? Nur ein Haus? Ah, das war das, wo ich drin war, gell? Ja, dann bin ich schon hier quasi richtig. Das ist noch ein Pilz. Und noch ein bisschen Gestrüpp. Auch mal alles, kann man mal alles gebrauchen hier. Zack. So, kommen wir dann rüber. Ich hüpf. Jo, gucken wir mal. Noch mehr Gestrüpp und noch Gestrüpp. Ja, das sind halt so Watzle oder so, die brauchen wir. Für, um Säle zu bauen. Ich weiß aber noch nicht, wie man... Säle baut. Kommen die rote Dinger durchnehmen? Wusste ich gar nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, wie man Säle baut. Kann ich mal den Satz so vielleicht beenden? Und deshalb, müssen wir dann nother zurückgehen. Zum... Wie hieß er dann? Der Kieferkollege hat. Mein neuer bester Freund. Oh, hallo. Ich rede nur mit dir. Du siehst aus, als wäre schon wichtig. Nee, der Lift. Wohin? Nee. Alright then. Bist du der Bruder von der Anna da? So. Ist das, ne? Ist ordentlich was zu gucken hier, ne? Das ist oh, hallo. Guten Tag. Ah, yes, a newcomer. May I see your reference letters, please? Empfehlungsschreiber? I'm afraid if you're seeking passage into Narva, you'll need 3 reference letters from citizens of Eastshade, signed and sealed. Aha. Wie... Warum brauche ich sowas? It hasn't always been this way, but lately we've been getting more newcomers than usual. We don't want to be unwelcoming to new folk, but we are trying to have some measure of security. Will that be all then? Nee, wie kriege ich denn sowas? Well, you need to find people who are willing to vouch for your character and writing. Since you're a newcomer, you'll have to make some friends in the country. Will ja, that be all das kriegen wir schon hin. Das glaube ich auch. Will that be all then? Ja, es ist dann alles. Stay safe now. Ja. Dann würde ich mal sagen, ich gehe mir mal eine Empfehlungsschreibe holen. Vielleicht von dir? Von euch zwei Kiddies? Hallo? It comes! Was kommt denn? It may be the fiercest Eastshade has seen in 100 years. The signs are all around us. Was für ein Zeichen? You must find shelter! Warum? Death! It is death! I must go! Be safe, traveler! Krass! Ignore him. He says that every time it rains. Stop scaring the tourists, Grandpa! Es rennt. Ich hör es. Es dimmelt. Oh. Okay. Ich hab grad beschlossen. Guter Mann. Jesus, ne.
Hier ist es nicht sehr schwach. Ich hoffe, dass ich das nicht erfriere oder so. Muss aber noch ein kurzes Foto machen. Wir fahren gleich in die Stadt zurück mit dem guten Mann, weil ich habe keinen Bock, deine Welt geht's da im Rennen zurückzulaufen. Das ist mir dann doch zu viel, du. So, guter Mann, ich würde gerne für Ihr Angebot zurückkommen, wann das, falls das möglich wäre. Ist das in Ordnung? Need a lift? Ja, bitte, bitte. Alright then. Alright then. Danke. So. Na guck mal, du rennst an. Es rennt überall, hey. Ist das ein Wetter, hey. So, guten Tag. Ich rede mal mit ihr, ne? Weil die kann sich bestimmt für mich verbürgen. Achso, die ist komplett deutsch. That doesn't surprise me. She's lost her home and her career in one fell swoop. Ja. How have you been? Geht so, geht so. Hier, ich bräuchte Zugang zu Nava. Ach ja, stimmt, die wohnt du gar nicht hier. Ja, kein Problem. Trotzdem danke, ne? Tschö. Lenny, gehen hin. Es rennt. Ist doch brutlig. So, jetzt stehen sie doch Haus rum. Hier, okay, also. Wir gehen jetzt da drin hin. Schnell zumachen. Bleib bloß raus, du Rene, du. So. Er ist noch am Lesen. So, hallo, gute Frau. My garden is filled with all sorts of wriggly critters. Zapplige Tierchen gibt's. That painting of the eclipse is lovely. Is it for me? Will ich es haben? I bet Sandra put you up to this. Ah, oh, this is lovely. You're too kind. I'm going to hang this in the room upstairs. Ach, ist das das Bild vom Sonnenuntergang? Ja, mach ein neues, ne? Oh ja, kann ich ruhig machen. So. Und schon die Stimme steigt, krieg ich mal hin. Schön, ne? Dann suchen wir uns mal ein Thema. Und zwar, ich bräuchte Zugang zu Nava. Kannst du von mir unterschreiben, ja? Oh, danke schön. So. Und zeig mir kurz deine Ware her. Ja, schön, was Neues geht. Die kostet 6. Lindo-Aufguss. Ist der Lindo-Aufguss? Ist das nicht das, wo du zurück in die Hafenstadt gebeamt wirst oder so? Kaufen wir einfach einer, ne? Und dann hier kaufe ich auch einer. Muss man mal Geld loswerden, so. Ich, wenn das nichts ausmacht, ich gehe jetzt nur in mein Bettchen und mümmel mich in bei dem Rene, du. Der passt mir nämlich gar nicht so. Der geht eben in die Knochen hin. So, jetzt tun wir noch mal kurz im Menü rumgucken. So. Also das da hält mich warm. So. Linker Trigger hat er gesagt. Linker Trigger ist das. Bücher habe ich Kenny. Rankraut, Schwarzdistel. Pst. Sieht weich aus. Ah. Ein dicker Stoff. Ist überhaupt nicht weich. Riechen irgendwie komisch. Oxita. Ah ja. Schweres Schilf. Nützlicher als normales Schilf. So, Lindo Aufguss, das haben wir schon gehabt. Gebäck. Mit Trauben gefülltes Gebäck in einer Tüte mit Erdbeeraufschrift. Wie gemein. Aber hat er uns das doch gegeben? Ach so. So, Wurzeln haben wir sehr viel. Das ist gut. Brauchen wir ja für Seile. Und von denen haben wir 11. Da könnte man eventuell noch mehr gebrauchen. Die Bilder haben wir insgesamt 4, oder wie sehe ich das? 1, 2, 3 und eins, wo noch nicht bemalt ist. So. Dann wäre ich. Ich kann ja nur zu der Annika gehen. Und dann kriege ich da Empfehlungsschreiben. Ich meine, ich gebe ein schönes Bild vor. Und dann könnte ich noch zu meinem besten Freund gehen. Und könnte mir. Sorry. Und könnte mir da auch noch ein Bild holen. Jetzt habe ich das Bild von der Mutter nicht mehr. Naja. So, was ist das so eigentlich? Habe ich das schon gelesen? Ach ja, das war das mit dem Sun. Das war eine schöne Geschichte. So, ihr Leid. Ihr könnt jetzt noch gucken, wie ich. Moment, wir haben ja 12 Uhr. Naja, okay, ihr könnt jetzt gucken, wie ich hier speichere. So.
Und dann machen wir aber Schluss für heute. Moje, holen wir uns noch zwei Schreiber, damit wir, wo drin steht, dass wir ein guter Kerl sind, beziehungsweise gute Frau. Ich glaube, wir spielen ein Mädchen. Und dann gehen wir in die Stadt hin. Aber morgen, nur nicht heute, ihr wisst. Alle dann, ihr Leid. Bis morgen. Tschüss.